Wir haben ja die Asian Sweets jetzt hier am Start, die wir jetzt einmal durchtesten müssen. Alter, guck mal, wie viel da drin ist. Da ist ja sau viel drin. Guckt euch das an. Okay, wir haben hier ziemlich viel nussiges Zeug drin. Wir haben eine aufgeblähte Dingsbums. Was ist das? Kann mir einer sagen, was das sein soll? Es ist aufgeblasen wie Sau. Warte mal. Okay, nice. Das krümelt. Das sieht aus wie Nudeln. Das sieht aus wie getrocknete Nudeln. Geruchstest, es riecht auch nach Nudeln. Wir machen jetzt ASMR, Taste-Testing. Hör mal ganz genau zu. Weiß nicht, Digga. Schmeckt nach... Sind das frittierte Nudeln? Ich schwöre, das schmeckt nach frittierten Nudeln. Hier, jetzt lest. Ja, weiß nicht. Sind Real Talk frittierte Nudeln, würde ich sagen. Den ganzen würde ich eine 5 von 10 geben. Produkt Nummer 1 fertig getestet. Dann haben wir... All-in-One. Crunchy Spicy Mix with Peanuts, Potato Sticks, Cashew und Raisins. Das sieht irgendwie... übelst widerlich aus. Die Verpackungen, die da haben, Digga, die kriegst du nicht aufgerissen. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie trockene Kotze. Ich schwör, das sieht aus wie trockene Kotze. Okay, soll ich mal so eine Handvoll nehmen? Okay, ich glaube, das reicht so ein bisschen. Dann probieren wir mal all in one. Okay. Da sind ja übelst kleine Sachen noch dabei. Okay. Oh, oh. Oh, das schmeckt nach Waldboden, Digga. 2 von 10, Digga. Geil. Der Geschmack geht nicht mehr weg. Es schmeckt, als hätte ich einen Waldboden abgelutscht, Digga. Was geht hier ab, Mann? Hier ist Hot Spicy Chicken Almond drin. Das probiere ich nicht. Das probiere ich ganz sicher nicht. 0 von 10. Wir haben hier einen kaputten Keks. Warte. Ich mache jetzt den Keks auf. Bro, warum sind diese ganzen Packungen so arsch, Digga? Wir haben hier so ein Stück vom Keks. Ich schieb mir das nochmal ins Maul. Das schmeckt wie ein Mix aus Reis und Maiswaffel. Ah, schon mehr. Weiß nicht. Wem taugt Reiswaffel? Maiswaffel? Mir jetzt nicht so unbedingt. Das ist so, weiß nicht, 4 von 10. Wir machen weiter mit... Was ist das? Das sieht aus wie so ein Konfetti-Knaller, Digga. Wo ist hier die Schnur? Haar? Flakes. Haar. Wir machen das auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, da springt gleich irgendwas raus. Was soll das sein? Was ist das? Warte mal. Das riecht voll eklig. Guck euch das mal an. Halt mal Feuerzeug dran. Soll man das essen? Soll man das essen? Digga, das sieht nicht essbar aus. Das sieht aus, als würde ich damit meinen Heizofen befeuern können. Ich nehme mal so ein Flake. Oh. Das geht nicht mehr weg. Aber ist hier überall nur Scheiße drin? Ich schmeiß das sofort weg. Was? Crack Shack! Bitte, ich brauche irgendwas, was... Ich krieg den Geschmack nicht mehr aus dem Maul. Hilfe! Hier, guck mal, das sind Cracker Jackers. Guck mal, einfach Crackers. Die können auch nicht scheiße sein, oder? Mhm. Die sind, glaube ich, ein bisschen mit Honig überzogen. Ich finde die ganz nice irgendwie. Ich finde sogar vegan. Das ist mir 8 von 10. Gefällt mir. Wir machen weiter. Wir haben hier Digging into Loving Pie, Getting out of Loving Time. Das ist ein sehr komischer Spruch, der steht hier unten. Er ist auch sehr klein. Wer schreibt sowas auf seine Verpackung? Was soll die Kacke? Und ich knack jetzt dieses Ding aus, was anscheinend dafür da ist, um Loving Time zu haben. Das ist auch wieder schon wieder so ein Reiswaffel-ähnlicher Keks. Wir schmatzen mal, wa? Okay, ASMR. Das ist original Reiswaffel. Aber irgendwie... auch frittiert und ein bisschen mit Karamell so karamellisiert. Guck mal. So eine 6 von 10. Machen wir weiter. Mit, das sieht irgendwie gefährlich aus. Da steht nichts Englisches drauf. Ohne Witz, da steht nichts drauf, was irgendeinen Anhaltspunkt gibt, was das jetzt sein kann. Es ist ein Keks. Okay, ich beiß mal ab. Ich nehme den nicht komplett im Mund. Der ist nämlich irgendwie todesweich. Also ich weiß nicht. Der ist übelst weich. Yeah. Was ist das in der Mitte? Ist das einfach nur Gelatine oder was ist das? Neutral von 10. Das schmeckt ehrlich nach nichts. Das nächste haben wir. Das riecht nach alten Kaugummi. Ich schwör bei Gott, das riecht so, als würde man einen alten Kaugummi riechen. So von Schulbank oder so. Das ist ehrlich, Mochi, Digga. Aber warum sieht das denn so eklig aus? Das sieht nicht frisch aus. Ich beiß ab. Das ist Pistazie, Mochi. Okay, das ist ehrlich nice. Dann machen wir weiter mit diesem Cracker hier. Das ist wieder einfach nur Reiscracker. Was soll das denn ständig? Guckt euch das an, da steht nichts drauf. Okay, ASMR. Das schmeckt wie die andere Kacke. Oh nein. Wir haben hier sowas Flüssiges. Das heben wir uns bis zum Schluss auf. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe Angst. Wow, das sieht geil aus. Crunchy Coco Chips, Digga. Warte mal, das sieht ehrlich geil aus. Hey. Warte, ASMR vom Stängel. Ganz normales Biskuit. Gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Aber das Teil jetzt. Schauen wir rein.
Boah. Okay, das sind die ersten, die richtig Banger sind. Wir haben noch so viel. Guck mal. Wir haben noch so viel drin. Okay, wir haben hier drei Sorten von der gleichen Firma anscheinend. Hide and Seek. Aber wir haben ja sowas Schokoladiges, I guess. Dann haben wir sowas Karamelliges, I guess. Und dann haben wir was Himbeeriges, I guess. Okay, wir probieren jetzt einfach im Speedrun-Stil. Sieht das nicht appetitlich aus? Okay, wir schauen mal. Okay, ASMR. Also die Himbeere. Erdbeere. Ja, es ist Erdbeere tatsächlich. Das schmeckt so ranzig. Habt ihr schon mal Erdbeereis gegessen? Also 30 Minuten stehen lassen, am Rand wurde das schon so ein bisschen hart, dieser, weiß nicht. Und dann hat man das so ein bisschen abgekratzt und gelöffelt. Das, genau das. Mir gefällt es nicht. Das ist Orange. Das ist nicht Karamell, das ist Orange, da steht's. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Boah, das riecht wie einfach nur wie Orangenschale. Wirklich, das riecht nur nach Orangenschale. Das ist krass. Beif mal uns das Nei oder was? Sonst muss ich den Leberkast am Ende essen. Boah, nee. Das schmeckt wirklich... Boah, das schmeckt, wie es riecht. Das schmeckt, wie es riecht. Das schmeckt einfach nur nach Orangenschale. Als würde ich gerade in der Orangenschale rumkauen. Das ist kriminell. Hier haben wir jetzt Schokolade, ganz normal. Ich hoffe, das hilft irgendwie. Ah, das hat gar keine Füllung. Das sieht hier so ganz normal aus wie ein Keks. Machen wir hier jetzt ASMR wieder. Pass mal auf. Die sind geil. Die sind echt geil. So eine 8 von 10. Safe. 100%. Das neutralisiert zum Glück auch diesen Orangengeschmack. Holy shit. Erdbeere gebe ich so eine 3 von 10. Orange gebe ich eine absolute 0 von 10. Ja, mein. Ist das ein Glückskeks? Ich glaube, das ist ein Glückskeks, ne? Wir machen mal auf. Da ist ein Glückskeks drin. Wir machen ihn kaputt. Tada! Okay, was steht jetzt hier? Okay, hier steht, du erhältst demnächst 500 Subs. Nein, okay, hier steht, the least comfortable... Was? Warte mal. The least comfortable mode of transportation is the journey into yourself. Hä, das ist sogar auf Deutsch hier. Geiler Scheiß. Ich meine, Glückskekse schmecken immer, oder? Okay, wir haben hier... Das ist ekelhaft... Kann ich jetzt schon sagen. Dann haben wir hier einen Knochen. Okay, die anderen packe ich gleich aus. Wir fangen mit Tong Tam Nai an. Tong Tam Nai. Oh, wir holen den Knochen raus. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Da steht dran, Thai Fortune Roll. Warte, ist das wieder zum Lesen? Moment. Okay, das heißt, das ist so eine Art Glückskeks, nur anders. You are a practical person. Das war's. Da steht, sie sind eine praktische Person. Mehr steht hier nicht drin. Das ist Scam. Ich hoffe, die Rolle schmeckt gut, weil hier ist irgendwie Kacke drin. Warum schmeckt die nach alten Menschen? Nee, Mann. Wir haben als nächstes hier ein Chewy Chocolate Chip Cookie. Also eigentlich das, was wir davor hatten. Wir haben hier wieder so einen komischen weichen Keks mit weicher Füllung innen drin. Oh. Oh nee, ne? Oh nee. Hier ist ein 3 von 10. Ich will Kekse. Kekse, die Arzt. Wir machen weiter. Wir haben jetzt hier so drei kleine Süßigkeiten noch. Also halt hier so. Nee. Gingerbon. Ingwer. Was haben wir hier? Sieht nach sauer Apfel aus. Noch mal Gingerbon. Oh nee. Wie geht das auf? Was ist das für eine Kacke? Och nee, das riecht noch mehr nach alten Menschen. Das sieht kriminell aus. Wer, was ist das denn? Ich erlaube mir mal, dass ich den hier nicht nehme. Hier, das Ding mit dem sauren Apfel. Ich hoffe, das neutralisiert irgendwie ein bisschen den Geschmack. Oh. Oh. Oh ja. Das gefällt mir. Ja, saure Apfel gefällt mir. Zum Abschluss haben wir diese zwei Dinger noch. Wie funktioniert denn das dann? Ich schätze mal hier so aufschneiden und dann einfach... Ich schneide auf. Es ist nicht offen. Es läuft aus. Okay, und dann... Was ist das für eine Scheiße? Das schmeckt noch Rotz. Also von der Konsistenz. Was ist das für eine Scheiße? Meine Tastatur ist jetzt versaut. Also schmeckt irgendwie ganz leicht nach Erdbeere. Der Rest schmeckt einfach irgendwie nur schleimig. Dann noch... Was ist das? Ananas. Ananas ist so ein Ding bei mir, ne? Sobald ich das rieche, sobald ich das schmecke, wird schlecht. Tu's für euch, okay? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Oh. Aber schmeckt überhaupt nicht nach Ananas. Ich bin nochmal gut davon gekommen. Also ich weiß nicht. Schmecken halt irgendwie nach nichts und eine leichte Note von dem, was die erreichen wollen. Und das ist eigentlich irgendwie nur Glibber.
Wir haben es geschafft. Wir haben die 100 Sub-Goals aufgegessen. Let's go!